zeigen, wer von uns im Recht ist. Streif deine Fesseln ab, O Aramitama! Moin zu Seelensturm Sairio. Hier werde ich euch erstmal erklären, sprich die Mechaniken und außerdem auch mit Wiederholung. Als erstes solltet ihr erstmal euren Partner haben. Habt euren Partner bei jeweils eben halt A, B, C und D. Das ist später wichtig bei der Mechanik mit den Tower. Das kennt man eben halt auch von Tsusaku. Dann gibt es außerdem auch eine weitere Teamaufteilung mit Team 1 und Team 2, jeweils ein Tank, ein Heiler, zwei DDs. Das kommt eben halt später noch bei der Mechanik, das werde ich euch aber auch nochmal zeigen. Als erstes folgt fünftes Element, das ist eben halt ein Gruppenschaden. Hier gerne schilden. Und eben halt auch gegenheilen. Danach werden jetzt vier zufällige Spieler mit einem roten Mark mit AOE versehen. Die sollten eben halt weg von den anderen stehen. Alle anderen sollten eben halt auch genauso in einen sicheren Bereich gehen, wo sie nicht von diese AOEs getroffen werden oder eben halt auch von diese Gitter-AOEs, je nachdem. Danach wird ihr Sairio zu einem bestimmten Punkt hinwarpen und da solltet ihr eben halt darauf achten, welches Symbol kommt. Wenn ihr ein Yin und Yang Symbol seht, solltet ihr zu einem sicheren Bereich weg von Sairio. Falls kein Yin und Yang kommt und ein eher Donut, also so ein Drachensymbol, dann solltet ihr eben halt bei Sairio drinne stehen. Nun kommen wir zu einer Tank-Mechanik. Hier haben wir Wächter des Fluchs. Hier sollte der Main-Tank, der jetzt gleich diesen Debuff bekommen soll, die Aggro an seinen Tankpartner übergeben, damit er halt gleich auch den Tankbuster annimmt, weil der mit dem Debuff darf nicht den Tankbuster abbekommen, weil sonst kommt eine große Explosion und kann zu Vibe führen. Heißt also, hier sollte man eben halt schnell reagieren nach dem Cast. Shiki-Beschwörung. Es erscheinen drei solche Räder und da wird eben halt jeweils von so einem roten Rad ein DD verbunden, jeweils halt von rechts und links halt ablegen und der Rest wird eben halt unten im Süden zusammen den Schaden von dem blauen aufnehmen und dann sollte man eben halt ja wieder zusammen sich in der Mitte dann versammeln. So, dann in der Mitte treffen, dann werden die jetzt ihre AOE einsetzen, die beiden, dann kommen außerdem aus welche Wind-AOEs dort in den Lücken stehen, währenddessen sollten die Tanks die Linien aufnehmen, halt rechts und links halt ablegen, also auch Osten und Westen, weil dort kommt halt ordentlicher Cleave und da solltet ihr sonst gegebenenfalls auch ein CD zünden und danach kommen wir auch schon zu der Add-Phase. Ja, bei den Ads kennt man ja so ein bisschen so von Sephiroth, kleine und große. Als nächstes nehmen wir die kleinen vor und danach den großen. Achtung, der große kann Steinhaut casten, heißt also, der wird auf jeden Fall sehr viel aushalten, wenn er das durchgebracht hat. Heißt also, ihr könnt es auf jeden Fall aber auch betäuben, um das dem halt zu verhindern, diesen Cast. Somit kriegt er auch diesen Buff mit Steinhaut nicht. Ja, erledigt den kleinen, dann großen, dann wieder einen kleinen, dann wieder einen großen. Und dann hätten wir soweit die Add-Phase. Mehr passiert auch nicht. Achtet darauf, dass ihr halt immer genügsam halt, je nachdem die kleinen und großen so ein bisschen erledigt habt, weil das explodiert ordentlich und nimmt auch auf jeden Fall sehr viel Schaden an. Heißt also, da solltet ihr ein bisschen aufpassen und die Heiler sollten halt immer ein bisschen darauf achten, dass sie nach und nach damit auch heilen können. Hinterher sollten die Heiler nochmal vor Sairios Ulti nochmal schilden und hochheilen.
Ja, in der nächsten Phase sind wir jetzt hier im Wasser gelandet, haben außerdem auch einen Debuff. Wir müssen so schnell wie möglich vom Wasser weg, dann haben wir diesen Debuff halt weg. Ja, weil außerhalb kommen immer solche Wellenschläge und dann noch welche weiteren AoEs. Heißt also, da solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, außerhalb so lange wie möglich da zu sein. Dann kommen jetzt welche Wasserschlangen, hier zum Beispiel im Osten. Da solltet ihr eben halt so weit wie möglich zu ihrer Seite stehen, weil ihr werdet von der einen Seite zur anderen Seite weggeschlagen von denen. So, jetzt kommt dann noch ein weiterer Wasserwesen. Dort solltet ihr eben halt beobachten, wo ihr eben halt seine Hand hebt, und dort wird er eben halt zu der Hälfte der Arena zuschlagen. Heißt also, ihr solltet immer zu der gegengesetzten Seite halt stehen, um nicht davon getroffen zu werden. Eine weitere Shiki-Beschwörung. Es wird in der Mitte der Arena ein roter AoE-Erschein, nicht innerhalb aufhalten, sondern außerhalb. Dieser wird euch den eben halt wegstoßen. Dann werdet ihr eben halt zu der jeweiligen Seite, wo die Wasserschlangen sind, eben halt wieder von der einen Seite zu der anderen Seite weggestoßen. Somit landet ihr auch nicht im Wasser. Und dann müsst ihr hier nochmal den Strahl zweimal aufnehmen als Gruppe. Ja, wir haben jetzt nun Sairio sauer gemacht und er wird jetzt in der flammende Aramitama-Phase gehen. Heißt also, er wird jetzt hier wesentlich stärker sein und außerdem auch neue Fähigkeiten drauf haben. So, hier sehen wir hier diesen Donut, den Drachensymbol als erstes und danach den Yin und Yang. Hier heißt das, als erstes drinnen stehen und dann außerhalb. Sollte der erstmal das Drachensymbol zuletzt kommen, nach den Yin und Yang, dann solltet ihr das andersherum machen. So, ich habe jetzt mal einen langsamen Zeitraffer eingefügt bei Kochikiri. Hier wechseln sich gleich die Gitter-AoEs ab. Als erstes gehen wir zu unserem ersten Sicherheitsbereich und danach zu den nächsten, also zu den nächsten sicheren. Da wechselt sich der in Blau und dann halt hier Rot ab. Dann kommt hier dieser Donut-Symbol, diesen Drachen-Symbol. Hier drinnen sollten wir eben halt bei Sairio stehen und danach außerhalb. Sollte da Ninjo und Yang-Symbol als erstes erscheinen, dann außerhalb und danach innerhalb. Hier haben wir nochmal fünftes Element, den Gruppenschaden, gegebenenfalls Schilden, ansonsten hochheilen und dann haben wir Aufstieg der Schlange. Bei Aufstieg der Schlange ist jetzt jeweils mit eurem Partner mit A, B, C und D. Ich habe jetzt zum Beispiel A und hier sollte ich eben halt gleich den Tower A belegen, weil ich dann hier kein AOE bekomme. Sollte ich mal ein AOE bekommen, dann belege ich natürlich den Tower nicht. Das macht dann mein Partner. Die müssen belegt werden, weil hier ansonsten ja Damage-Einbuße-Stack kommt, jeweils wie viel jetzt eben halt nicht den Tower belegt haben. Und dann gibt es außerdem ordentlichen Schaden und ja, das wollen wir alle nicht. Dann kommt außerdem jetzt hier mit Gruppe 1 und Gruppe 2 zustande, mit einem Tank, einem Heiler und zwei DDs, wie ich das euch schon vorhin gesagt habe. Hier macht das Sinn, hier die jeweiligen Teams aufzuteilen, um den Schaden zu splitten. Hier kommt nochmal der Gruppenschaden durch fünftes Element und danach folgt die Tankmechanik aus Phase 1 zweimal, also Wächter des Fluchs mit diesem Debuff. Heißt also, hier muss er jetzt nochmal der Tank mit der Aggro mit den anderen Tank halt tauschen, der solange diesen Debuff halt hat, weil er dafür halt dann damit nicht in Kontakt kommt mit den Tankbuster, sonst explodiert das ja durch den Debuff. Und danach sollten die nochmal wieder tauschen. Leider ist der Tank hier durch den Tankbuster gestorben und ich hatte Glück, dass ich jetzt nochmal diesen Aggro bekommen habe. Somit habe ich jetzt diesen Debuff dann bekommen und der Tank konnte somit dann eben halt den Tankbuster auf sich nehmen und ich hätte jetzt so gesehen hier den Debuff, der danach dann später dann ausgelöst wird. Hier seht ihr jetzt auch. Sollte eigentlich nicht passieren, aber ja, es ist glücklicherweise doch noch gut ausgegangen. Und danach kommt nochmal der Gruppenschaden durch fünftes Element. Kommen wir zu der nächsten Shiki-Beschwörung. Hier wieder ein langsamer Zeitraffer, damit ihr das wieder besser sehen könnt.
Hier werden die beiden Großen erscheinen, die werden den beiden Seiten ihre AOEs machen. Währenddessen kommt hier rein und raus, also das Drachensymbol und Yin und Yang. Sollte es einmal andersherum sein, dann spielt die Mechanik halt andersherum. Währenddessen danach werden eben halt wieder diese Linien erscheinen, dass dann die Tanks wieder aufnehmen und dann halt die Cleaves wieder so ablegen, dass sie nicht in die Mitte kommen, also sprich, dass man safe ist, so wie bei Phase 1. Und da kommen nun auch die Räder, so wie bei Phase 1 halt spielen. Die DDs mit den roten Rädern, die verbunden sind, ihr könnt halt einen Skill anwenden, wenn ihr den ready habt, dann könnt ihr den einsetzen, um nicht weggestoßen zu werden von denen. Ansonsten müsst ihr eben halt so stehen, dass ihr weggeschleudert werdet, aber noch auf dem Land bleibt, so dass ihr nicht im Wasser seid. Das wäre sonst nicht allzu optimal, aber das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Danach werden vier zufällige Spieler mit AOEs versehen. Hier solltet ihr eben halt den alleinigen Schaden bekommen, also halt schön verteilen. Dann kommen die Gitter-AOEs. Hier solltet ihr eben halt hier wieder die Sicherheitsbereiche wieder wechseln. Erst kommt blau und dann kommt rot. Ja, achtet noch währenddessen auf den großen, wo der jeweils hinschlagen wird. Und dann eben halt auch noch fünftes Element, was nochmal folgen wird. Ja, soweit habt ihr jetzt erstmal alles gesehen von den Mechaniken her. Heißt also, ihr werdet hier nochmal die Shiki-Beschwörung haben mit den AOE in der Mitte, wo ihr dann eben halt wieder dort weggestoßen werdet außerhalb, dann wieder von den Schlangen wieder von ihren Seite halt wieder weggestoßen werdet und dann kommt außerdem auch nochmal die Mechanik mit den Drachen und Yin und Yang, heißt also innerhalb, danach außerhalb oder halt je nachdem, sonst wenn es anders sein sollte, dann andersherum und dann behaltet auch noch weiterhin den Großen noch im Blick währenddessen, bis eben halt die nächste Shiki-Beschwörung folgt. Hier nochmal das gleiche Spiel, nur von der anderen Seite her. Dann kommt das hier nochmal mit Gruppe 1 und Gruppe 2, den Schaden aufteilen. Fünftes Element, den Gruppenschaden. Dann außerdem folgt nochmal die zweimal Tank-Mechanik, Wächter des Fluchs. Und danach sollte dann nochmal Gruppenschaden kommen. Mit fünftes Element und dann soll Tower folgen, dann nochmal Gruppenschaden, dann wieder zweimal Gruppenschaden und dann eben halt das letzte wird dann eben der Enrage sein von fünftes Element. Ja, mehr passiert auch nicht mehr in den Kampf und dann wäre es das auch soweit. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Für die Arbeit halt her, für den Guide und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg bei diesem Kampf. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen ansonsten, Leute, und ich würde mich sonst freuen, wenn ihr weiterhin wieder bei mir zuschauen würdet. Empfehlt mich auch gerne, würde mich auf jeden Fall auch darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!